Mahlzeit und zurückgegrüßt hier auf der Nerdcon. Ihr wisst noch, wie es gestern aufgehört hat. Wir haben angefangen mit Charlie zu reden, es ging um den Ring und er wollte mehr Geld. Jetzt müssen wir gucken, dass wir mehr Geld ranschaffen. Aber erstmal sprechen wir hier zu Ende. Was ist mit deinem Finger passiert? Tja, das war ein kleiner Unfall. Hast du ihn dir abgeschnitten? In etwa, ja. Aber der Doc hat ihn wieder angenäht bekommen. Ach Mann, das war deine Chance, mal den Roboterfinger zu tragen, den Matt dir zum Geburtstag geschenkt hat. Zunächst mal, das war nicht mein Geburtstag, sondern die Beerdigung meines Cousins. Zweitens, er hat ihn mir nicht geschenkt, er hat ihn mir an den Kopf geworfen, als ich die Grabrede gehalten habe. Und drittens, das war kein Roboterfinger, sondern ein Chicken Stick. Oh, echt? Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Alles klar. Tja, wie geht's? Naja, hab nicht viel verkauft. Aber die Atmosphäre ist gut. Ja, man kann kaum einen Meter gehen. Überall heiße Schnecken. Ja, ich weiß, es sind nicht viele Mädchen da, aber wenn sich doch mal einer an meinen Stand verirrt, habe ich einen kleinen Trick, um ihr die Knie weich zu machen. Große Worte. Glaubst du wirklich? Heilige Scheiße, großer Gott. Glaubst du wirklich, damit kriegst du eine rum? Natürlich. Ich habe sie aus einer Legierung gefertigt, die ich Adamantium genannt habe. Oh, der Name ist also von dir, ja? Mann, da ist die Inspiration ja so richtig mit dir durchgegangen. Yep, ich weiß nicht warum, es überkam mich einfach. Tja, dann, wenn das der Plan ist, schrei doch einfach zerstören, wenn du sie ausfährst. Sichere Sache. Hey, das gefällt mir. Ich hab dich letzte Nacht in Claytons gesehen. Oh, ja, naja. Ich war da, meine Sorgen ertränken. Was ist los? Hast du rausgefunden, dass deine Internetfreundin ein Kerl ist? Nein, Alter. Wonder Comics hat Captain Red abgesetzt. Echt? Warum das? Hat sich nicht so gut verkauft in letzter Zeit. Naja, das ist halt so nach über 35 Jahren auf dem Markt. Nein, er ist der größte Comic-Superheld aller Zeiten. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Er war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Außerdem, jetzt wo Super Zuckerschnecke sein Sidekick ist, machen sie grandiose Team-Ups. Okay, Charlie, jetzt mach dich nicht nass. Ich versteh's. Die Welt braucht einen Captain Red. Nicht, dass wir den jetzt auch noch irgendwie wieder, na, hochholen müssen. Irgendwann haben die auch mal ausgedient. Wie hat er nochmal seine Superkräfte bekommen? Oh, das ist eine faszinierende Geschichte. Sein Name war Tim Willer. Er war ein normaler Junge, der Paintball liebte. Er war nicht besonders gut und hatte keine vernünftige Ausrüstung, aber er hat nie aufgegeben. Also war er ein Loser. Er war nicht so begabt wie der Rest, etwas schwach für sein Alter. Und er hatte immer einen gelben Trainingsanzug an, statt Tarnklamotten. Klar, dass sich die anderen über ihn lustig gemacht haben. Eines Tages, als er genug davon hatte, ständig nur verarscht zu werden, entschloss er sich, die Kapitänsuniform seines Vaters zu tragen. Unglücklicherweise entging ihm, dass es eine Paradeuniform war mit Hut, Abzeichen und so. Oh mein Gott, was für ein großer, fetter Loser. Das Match fand in einem verlassenen Industriepark statt, aus dem man einen Umschlagplatz für radioaktiven Abfall gemacht hatte. Angespornt durch die Uniform trat Tim Willer in den Kampf voller Adrenalin. Doch noch immer vergebens. Sie lachten ihn noch schlimmer aus als je zuvor. Tim war drauf und dran, mit gleicher Münze zu antworten, aber bevor er etwas sagen konnte, prasselte ein Hagelsturm von Kugeln auf ihn ein. Nach und nach färbte sich seine Uniform rot, von unten bis oben. Nur sein Hut blieb verschont, denn der erste Paintball riss ihn von seinem Kopf. Während er beschossen wurde, stellte er mit Bedauern fest, dass selbst seine eigenen Kameraden auf ihn angelegt hatten. Als es endlich aufhörte und alle Tim umringten, während er sich unter Schmerzen wand, setzten sie ihm seinen Hut wieder auf, noch immer gnadenlos lachend. Dann packten sie ihn und stopften ihn in ein altes Fass für radioaktiven Müll, das ihn prompt einen Hügel hinunterwarfen. Was sie nicht erwarteten war, dass das Fass explodierte und den ultimativen Rächer hervorbrachte. Einen Rächer, der nun bereit war, die Scheiße aus ihnen rauszuprügeln. Unglaublich. Der junge Tim Willer existierte nicht mehr. Captain Red wurde geboren. Mit seinen übermenschlichen Kräften, seiner nun radioaktiven Paintball-Knarre und dazu verdammt die Uniform bis in alle Ewigkeit zu tragen, beschützte er seitdem die Gerechten und bestrafte die Grausamen. Wobei er manchmal etwas über die Stränge schlug. Cool. Kann ich mir den Comic mal ausleihen? Captain Red Ausgabe 1? Keine Chance.
Ich bewahre es in einem geheimen Tresor auf. Alles klar, das muss ja ein toller Superheld sein. Der Captain Red. Der soll der Freund von Super Zuckerschnecke sein? Niemals. Naja, sie arbeiten zusammen. Was für ein Loser. Wie alt ist Super Zuckerschnecke eigentlich mittlerweile? Ist das wichtig? Ja, also ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sie noch in ihren 40ern ist. Deine Meinung. In dem Unterwäschekatalog von 1972 wird Super Zuckerschnecke als Frau ihrer Zeit beschrieben. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich auf den Stil konzentriert, sieht man das auch. Trotzdem, selbst du kannst nicht leugnen, dass sie immer noch total heiß aussieht. Ja, das stimmt schon, aber das liegt vielleicht daran, dass sie eine Zeichnung ist. Was meinst du damit? Super Zuckerschnecke hat immer noch Oberwasser. Aber Captain Red... Was genau ist das Problem mit Captain Red? Naja, wie gesagt, mit ihm wird einfach nicht mehr so viel Geld gemacht wie früher. Ja, aber das ist doch normal. Zeit vergeht und die Leute haben es satt, dasselbe immer und immer wieder zu sehen. Das soll normal sein? Captain Red ist auf seinem Zenit. Er ist in einer beinahe festen Beziehung mit Super Zuckerschnecke und sein Erzfeind Moose Man ist fast besiegt. Für immer. Moose Man? Du meinst den Typen, der Schokomus aus seinen Händen schießt? Meine Fresse, Charlie. Sogar seine Feinde sind lahm. Hey, ganz vorsichtig. Das ist meine Lieblingssaga, von der du da redest. Wähle deine Worte weise und denk an meine ausfahrbaren Klauen. Oha, ja. Würde die nie vergessen. Ich könnte mir sogar vorstellen, die Klauen, die er jetzt hat, sind echt. Weil ja alles, was am Vortag gemacht worden ist, dran bleibt. Also wenn wir Montag auf das Plakat schreiben, dann ist das auch am nächsten Tag auf dem Plakat steht dann Montag. Und er hatte ja die künstlichen Klauen am Arm. Also könnte ich mir vorstellen, heute sind das sogar seine echten. Ja, was haltet ihr von Captain Red? Ist ein toller Superheld, oder? Aber Moose Man finde ich noch besser. Wir hatten vergessen, mit Mel zu reden. Das wollte ich eigentlich tun und habe dann hier aus Versehen auf Rückseite geklickt. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Guten Morgen. Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? Nicht wirklich. Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Kleiner. Als wenn sich mit dieser Freakshow rumärgern nicht schon genug wäre. Ach was, das geht schon. Ja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Warum bist du dann hier? Arbeit. Willkommen im Club. Was muss, das muss und so. Bla bla. Ja. Außer ich hab einen Kater. Dann steht Ausschlafen ganz oben auf meiner Liste. Aber heute musste ich hier sein. Geht um Leben und Tod. Mir war einfach nur langweilig. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Klar doch. Aber heute bin ich nur für das Geek-Zeugs hier. Weißt schon, Shirts, Comics, Miniaturen, Actionfiguren und aller Kram. Also, hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby ist nichts mehr außerhalb deiner Reichweite. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und nein, kein Interesse. Heute geht es nur um Merchandise. Ja, welch Zufall. Ich hab einen ganzen Packen T-Shirts im Rucksack. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Glaub mir, ich auch nicht. Aber mein Schwager hat gesagt, es wäre eine gute Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern. Neue Kontakte knüpfen, kennst das ja. Mir war langweilig, also bin ich hergekommen. Aber alles, was ich hier sehe, ist eine Bande Nerds, die nichts kaufen oder verkaufen. Ja, ihre Mütter haben ihnen wahrscheinlich gerade genug Taschengeld für ein oder zwei Actionfiguren gegeben. Da musst du wohl mit klarkommen. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, die Leute kaufen bald irgendwas. Es wird spät und ich fange an, die Geduld zu verlieren und das macht mich nervös. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Mercury-Cola zu trinken. Oh oh. Und wenn ich Mercury-Cola trinke, passieren Dinge. Schlimme Dinge. Ich hoffe, ich bin noch da, wenn das passiert. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, dann, ich werde mal weiter. Gut für dich. So, da können wir ihm doch helfen. Hier, Shirts. Sowas will doch keiner. Ich dachte, er will. Das Zeug ist sein Gewicht in Gold wert. Ach du liebe Zeit. Mels Giraffe, Mels Giraffe, Mels Giraffe, Schild. Mels Stand. Supi. Hier kann man Kuchen kaufen. Secondhand-Bücher. Fantastisch. Massiver Metallriese.
Sehr schön, dass es so genau beschrieben wird. Ach, das ist der Space Nerd. Eier? Was für Eier? Was stimmt bloß mit diesen Leuten nicht? Oh, ich rede nie mit diesen Leuten. Alles klar. Ein kräftiger Schlag auf den Hinterkopf hat schon manchem geholfen. Aber wir könnten einfach mit ihm kämpfen. Vergiss es! Was? Hätte funktionieren können. Alien-Eier. Hoffe, die sind nur Deko. Nein, nimm mit. Hallo, ihr Eier. Passiert nichts. So, dann haben wir Charlies Schild. Charlies Stand. Das ist mein verdammter Ring. Den muss ich unbedingt wieder haben. Ansonsten haben wir hier nur Comics. Ah, und ein Poster. Da drüben ist Captain Red. Der mit dem roten Anzug und der blauen Kappe. Wollen wir das mitnehmen? Da drüben ist Captain Red. Der mit dem roten Anzug und der blauen Kappe. Kann man das nur haben? Oder nicht? Die radioaktive Paintball-Kanone, das kann man sich merken. Ah, wir haben es aber dabei. Ja. So, was haben wir noch? Den Notausgang haben wir hier. Schild, Hauptareal. Die Latrine. Da sind sicher ganz tolle Sachen drin. Aber ich will es nicht riskieren. Ach Quatsch, Rindel, komm. Einmal abseilen umsonst. Ich will nicht mit einem Objekt reden. Du willst doch nicht reinkacken. Die würde ich erst benutzen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Na gut. Der Notausgang. Ich nehme das. Ja, ha. Aber da hinten geht's nicht raus, oder was? Einfach nur ein Schild mit Notausgang und dann kann man den nicht mehr benutzen. Na gut, gehen wir wieder raus. Geht ja gerade eh noch nicht mehr. Ich will niemanden vergiften. Wie komme ich an deinen Kaffee ran? Der ist. Okay, der ist keine Hilfe. Na gut, Geld besorgen. Ich sagte, du kannst rein. Hör auf. Mit dem, was wir hier haben, wird es so einfach nicht werden. Was mich ein bisschen verwirrt, ist, dass wir hier drin so gar nichts machen können. Wir können keinen Kuchen mitnehmen, wir können keinen Geraffel mitnehmen. Im Kaffee können wir auch nichts machen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Vergiss es. Na gut. Nützt ja nichts. Wir gucken einfach mal weiter, was wir noch auf unserer Liste haben. Wo wir noch vorbeischauen sollten. Und zwar haben wir den Psychiater. Der war neu. Versuch mit jedem zu reden. Manchmal ist dein Charakter, der vorher keine Hilfe war, der Schlüssel zum nächsten Rätsel. Diese Koalas okay, überall. Also, ich nehme mal Charlies Rat an. Ich brauche die Meinung eines Seelenklempners. Vielleicht kann ich durch den die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ach du liebe guten Zeit. Morgen, Miss. Wunderschönen guten Tag, Sir. Okay, der geht an Sie. Ich würde gern den Doktor sehen. Tut mir leid, Sir, aber Dr. Johnson ist ein vielbeschäftigter Mann. Alle Termine heute sind schon voll. Könnten Sie eine Ausnahme machen? Ich bin ein alter College-Freund. Sie sind Arzt? Ist das nicht offensichtlich? Und Sie beide sind auf dieselbe Uni gegangen. Wie ist das denn möglich? Er ist viel älter als Sie. So, ich habe einen sehr hohen IQ, Abschluss mit 8 gemacht, ich hatte 2 Hauptfächer. Ja. Ich war lange im Kälteschlaf. Und Ihr Name ist? Hauser. Dr. Doogie Hauser. Tut mir leid, Dr. Hauser. Ihr Name ist nicht auf Dr. Johnsons unvorhergesehene Besucherliste, also kann ich da nichts machen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für morgen früh geben, wenn Sie möchten.
Wissen Sie, morgen passt mir gar nicht. Mittwoch vielleicht. Das ist noch schlechter. Können Sie mich nicht heute noch irgendwie reinquetschen? Tut mir leid, Sir. Das ist unmöglich. Ich bräuchte einen Termin heute früh. Dass ich dann morgen, also heute, das heute von morgen, dass ich dann gehen kann. Sagen Sie sowas nicht. Nichts ist unmöglich. Wissen Sie nicht mehr? Tut mir wirklich leid, aber Sie können nicht zum Doktor ohne einen Termin. So einfach ist das. Na, für Sie vielleicht. Was meinen Sie damit? Oh, nichts. Es ist nur, wenn ich Sie da sitzen sehe, so vor dem PC, da frage ich mich, vielleicht gibt es ja da jemanden, der qualifizierter ist, als Sie in die Tastatur zu hauen. Die offensichtlich gar nicht zu existieren scheint. Und der, ich weiß nicht, noch einen Platz für mich findet. Heute zum Beispiel. Wenn Sie damit andeuten wollen, dass ich keine Ahnung von Computern habe, nur weil ich eine Frau bin, interessiert es Sie vielleicht, dass ich mit diesen Geräten aufgewachsen bin? Eine meiner ersten Erinnerungen ist die an den IMSAI 8080. Hey, meine auch. Haben Sie den zufällig auch benutzt, um Ihre Noten zu manipulieren oder Tic-Tac-Toe gegen Supercomputer mit Burgernamen zu spielen? Eigentlich nicht. Sie etwa? Ich, Matthew Broderick. Ist das so wichtig? Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin. Peace out. Schönen Tag noch, Sir. Nein. Ich möchte gerne diesen Termin. Ich bin gerade sehr beschäftigt, also entschuldigen Sie mich. Ach, Mann. Wie kann er mal mit mir reden? Was haben wir denn hier? Eine Wählscheibe. Ich glaube, damit stellt man die Hintergrundmusik ein. Mit Gegenständen reden. Damit stellt man die Hintergrundmusik ein. Blöde Billigproduktion. Was? Hab's kaputt gemacht. Alan! Kann ich nicht, die Steuerung ist im Arsch. Alan! Wie heißt du? Alan! Sehr schön. Ich hab's nicht richtig verstanden. Wie? Alan! Okay. Was geht, Alter? Nicht viel. Ich sitz einfach nur hier rum. Warte, bis ich dran bin. Ich bin der Nächste. Wie schön. Warum rufst du dauernd Alan? Wie bitte? Du weißt schon, du hast das Wort Alan von Zeit zu Zeit geschrien. Keine Ahnung, wovon du redest. Mein Name ist Alan. Aber ich bin doch kein Irrer, der rumläuft und dauernd seinen eigenen Namen ruft. Alan! Ist das herrlich? So geht's mir auch immer auf der Straße. Tobi! Und was ist dein Problem? Du scheinst ganz normal zu sein. Ich habe ein sehr ernstes psychologisches Problem. Alan! Unter anderem. Kein Scheiß. Mein Leben ist ein Albtraum. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen! Alan! Hey, das ist mein Spruch. Naja, eigentlich Peter Parkers, aber ich habe ihn zuerst kopiert. Ich glaube, mein Problem ist dringender, aber naja. Und? Was ist das für ein Problem, wenn ich fragen darf? Alan! So, da ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann. Und der flüstert da und bringt sie alle um. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe denselben Tag immer wieder. Also was Absurdes. Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden und die Situation eskaliert langsam. Bah, eigentlich ist es ganz schön bescheuert. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe denselben Tag immer wieder. Oh, das ist bitter. Dasselbe ist mir letztes Jahr passiert, weißt du? Hat das ein pinkes Einhorn gemacht? Ein verfluchter Ring vielleicht? Oder... du etwa einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Oder kennt sich aus? Verfluchter Ring. Oh, verstehe. Wenn du meine Meinung dazu willst, du solltest nach einem Wunschgoblin suchen. Wenn du willst, kann ich dir meinen leihen. Wobei... Alan! Wobei... Naja, der kleine Bastard war ganz schön flink, also musste ich ihn an meine Kellerwand ketten. Und weißt du, es ist schon eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal schreien und betteln gehört habe. Alan! Nein. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, bei mir zu Hause riecht es ganz schön seltsam in letzter Zeit. Oh, und Fliegen, überall Fliegen. Ich hoffe, er ist nicht verhungert oder so. Ich hätte wirklich ungern eine verrottende Leiche in meinem Keller. Vielleicht hätte ich ihn ab und an mal füttern sollen, statt nur seinen Kopf zu streicheln.
lächeln und über meine bösen Pläne zu sinnieren. Alan! Hatte dein Goblin eine Uniform an? Eine blaue? Und hatte er eine Tasche mit geheimnisvollen Notizen? Du kennst diese Art Goblins also? Bevor er endlich still war, hat er für Stunden rumgeschrien. Ich bin der Postbote! Ich bin der Postbote! Dabei wohne ich nicht mal am Wasser. Alan! Okay. Also jetzt wird's echt bekloppt. Oh nee. Da ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann. Und der flüstert dauernd, bring sie alle um. Oh, deiner auch? Das ist nichts Schlimmes. Wow, ist ein harter Kerl, was? Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden und die Situation eskaliert langsam. Wow, das tut mir so leid für dich, Mann. Muss hart für dich sein. Ich würde dich ja vorlassen. Alan! Aber nein. Eigentlich ist es ganz schön bescheuert. Das sagen die Leute auch über das Jahr 2012. Das war einfach bescheuert. Dass die Welt nicht untergegangen ist, meine ich. Und plötzlich, bam, Weltuntergang. Gute Nacht. Bam, Weltuntergang, hä? Sicher? Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass du einer von denen bist, die glauben, dass wir wirklich auf der Erde leben. Tja, schätze, ich bin einer von denen. Alles nur ein Haufen Lügen. Sie sagen es im Fernsehen, um uns von der Wahrheit abzulenken. Alan! Auf, naja, auf welchem Planeten leben wir denn? Wir leben auf keinem verdammten Planeten. Wir reisen auf einer Riesenschildkröte durchs All, die einen Schweif aus Oktarin hinterlässt. Großartig. Weißt du, ich verstehe es nicht. Warum denkt ihr Irren immer, dass Terry Pratchetts Bücher so eine Art Selbsthilfeleitfaden sind? Ich bin kein Irrer. Ich leide an einer Persönlichkeitsstörung. Weißt du, was das ist? Natürlich. Das ist, wenn sich jemand freiwillig Yoko Onos größte Hits in Unterwäsche anhört. Machst du dich etwa über mich lustig? Ich versuche es verdammt nochmal. Tja, dann hast du Glück, dass du nicht gerade mit meiner anderen Persönlichkeit sprichst. Die sagen, der ist nicht so nett wie ich und dass er oft flucht. Alan! Naja, das wäre deutlich furchteinflößender, wenn es nicht von einem Kerl käme, der verkleidet ist wie... Naja, weiß nicht. Was zur Hölle soll das eigentlich darstellen, Alter? Ach, jetzt mach mal einen Punkt, Mädchen. Das ist gerade der letzte intergalaktische Schrei. Alle, die sich der Realität verweigern, werden wohl nie die wahre Größe dieser Kleidung wertschätzen können. Alan! Nicht einmal, wenn eine Tentakel-Armee die Weltherrschaft übernimmt. Okay, ich hau dann mal... Alan! Vergiss nicht, das Krakenbecken zu reinigen, ja? Wessen Becken? Schon gut. Alan! Oh Mann, dass es in jedem Point-and-Click-Spiel irgendjemanden geben muss, der rumschreit. Alan! So, was mache ich nur? Ich komme nicht weiter. Empfangsdame. Alan! Das habe ich kaputt gemacht. Knopf habe ich aber nicht gekriegt dafür. Alan! Ist wohl kaputt. Sag bloß. Kann ich nicht, die Steuerung ist im Arsch. Kann man da irgendwas reinstöpseln? Eine Gabel vielleicht. Alan! Gute Idee. Ein perfekter Ersatz für die Musiksteuerung. Jetzt ist er wieder ruhig. Jetzt ist er nicht Alan, jetzt ist er Robert. Ah. Den Typ habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Aber wo? Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, wir überziehen schon wieder völlig, oder? Ja, wir überziehen völlig. Jetzt haben wir Alan kennengelernt und in der nächsten Folge sprechen wir mal mit Robert und gucken, was der zu sagen hat. Das ist wohl der andere und er scheint nicht so nett zu sein. Der ruft zumindest nicht ständig seinen Namen. Wir sind gespannt. Bis dahin. Ciao.